Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heißt, ihr seid alle fleißig. Heute geht es ums Prozentrechnen. Was ihr dazu braucht, ist natürlich wieder Schreibzeug, Taschenrechner und gut wäre, wenn ihr die Aufgabe vor euch liegen hättet. Es geht heute um die Charlotte und die Charlotte, die möchte sich ein Mountainbike kaufen, einen Helm dazu und Knieschoner. Es geht los mit dem Mountainbike. Das Mountainbike kostet ursprünglich 550 Euro. Sie bekommt einen Preisnachlass, da es ein Auslaufmodell ist, von 12%. Und die Frage ist natürlich, wie viel kostet das Mountainbike dann noch für Sie? Jetzt ist es so, bei Geometrieaufgaben macht ihr in der Regel eine Planfigur, eine Skizze. Und auch das würde ich euch bei dieser Art der Aufgaben empfehlen. Ihr sagt oft, ah nee, das kostet mich zu viel Zeit. Nehmt euch die Zeit, rechnen ist das Wenigste, das könnt ihr alle. Aber vorher, diese Vorüberlegungen, das ist das Allerwichtigste. Und da hat sich eine Tabelle bewährt. Ihr müsst auch kein Lineal verwenden, das mache ich auch nicht und es geht wirklich ganz, ganz schnell. So, ich möchte es euch kurz erklären. Es geht beim Prozentrechnen ja immer um 100%, um eine Basis. Wo geht's los? Das wäre unser Vorher. In dem Fall geht es um Euro, um einen Preis. Also wie ist der Preis vorher? Dann gibt es immer eine Veränderung. Es kommt was dazu oder es geht was weg. Und dann gibt es ein Nachher. Und das wollen wir jetzt einfach mal übertragen auf unsere Aufgabe. Das Fahrrad, das hat ursprünglich 550 Euro gekostet, also vorher 550 Euro. Das ist unsere Basis, davon fangen wir an zu rechnen, also unsere 100%. Die Charlotte, die bekommt einen Preisnachlass von 12%. Preisnachlass heißt, es wird weniger, also minus Prozent unter Prozent, minus 12%. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was ist gesucht. Und zwar möchte man wissen, wie viel das Fahrrad nachher kostet, wie viel die Charlotte dafür bezahlen muss. Setzen wir uns hier unser Fragezeichen. So, alle Angaben aus dem Text haben wir damit verarbeitet. Aber wenn du genau hinschaust, siehst du, es ergibt sich was aus diesen Zahlen hier. Nämlich, du siehst, 100% minus 12% haben wir 88%. So, und jetzt ist es eigentlich schon ganz einfach. Jetzt hast du nämlich deinen Ansatz bereits dastehen. Dann beginnen wir jetzt mit dem Dreisatz. Also 550 Euro entsprechen 100%, dann entspricht 1%, wir rechnen hier geteilt durch 100, 5,50 Euro. Wir brauchen aber 88%. Also 1 mal 88. So, und das Gleiche machen wir drüben natürlich auch. Da haben wir gerechnet geteilt durch 100. Und hier wieder mal 88. Dann kommen wir auf unser Ergebnis, 484 Euro. So, und dann haben wir es auch schon. 484 Euro. So viel kostet das Mountainbike nach der Preisreduzierung für die Charlotte. Das Ganze machen wir jetzt noch mit dem Zweisatz. Auch hier wieder 550 Euro entsprechen 100%. Hier fällt jetzt praktisch die zweite Zeile weg. Und wir machen weiter mit den 88%.
Beim Zweisatz, denkt dran, was man schräg rechnen kann, mal. So kannst du nicht schräg rechnen, weil hast du auf der einen Seite die 100, auf der anderen Seite ist nichts. Also so rüber, 550 mal 88 geteilt durch die dritte Zahl 100. Auch dann kommst du natürlich wieder aufs gleiche Ergebnis, 484 Euro. So, jetzt wissen wir, was die Charlotte für das Mountainbike bezahlt, aber sie möchte natürlich einen Helm dazu. Das wäre die Teilaufgabe B. Der Helm kostet für die Charlotte 79 Euro. Aber den hat sie schon billiger bekommen, nämlich um 20%. Die Frage ist nun, wie viel hat der Helm vorher gekostet? Wir fangen wieder genauso an wie bei der Aufgabe A, und zwar mit unserer Skizze. Ihr seht, bei mir wird das auch nicht schön, aber das braucht es auch nicht. Das ist auch nur eine Skizze und soll eine Hilfestellung sein. So, jetzt schauen wir uns den Text nochmal an. Der Helm wurde um 20% reduziert. Das heißt, der Helm wurde billiger. Also minus 20%. So, und danach steht, der Helm kostet jetzt nur noch 79 Euro. Also praktisch nach dem Preisnachlass. Jetzt kostet er noch 79 Euro. Die Frage, Achtung, jetzt müsst ihr aufpassen, ist nicht, wie viel kostete der Helm vorher, was ja oft gefragt wird. Nein, genau nachlesen, wie viel Euro spart sich Charlotte? Die Frage ist also nach der Ersparnis. So, jetzt haben wir wieder alle Informationen aus dem Text verarbeitet und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas ergänzen können. Genau. Vorher, das ist unsere Basis, ist eigentlich immer 100%. Mal gleich ergänzen. Und damit ergibt sich schon die Rechnung 100% minus 20%. Das sind nämlich 80%. So, wunderbar. Damit haben wir schon unseren Ansatz. Siehst, das können wir gleich gleichsetzen. 79 Euro entsprechen 80%. Was wollen wir wissen? Achtung, nicht die 100%, sondern die Ersparnis, also die 20%. Wir rechnen wieder über Kreuz. 79 mal 20 geteilt durch 80. Und damit kommen wir auf 19,75 Euro. Ja, damit haben wir auch schon unser Ergebnis. Die Charlotte spart beim Kauf dieses reduzierten Helmes 19,75 Euro. Wir haben das jetzt mit dem Zweisatz berechnet, aber das funktioniert natürlich genauso mit dem Dreisatz. Da kommt genau das gleiche Ergebnis raus. Damit kommen wir zur C-Aufgabe. Bei dieser Teilaufgabe geht es um die Mehrwertsteuer. Das heißt, wir passen unsere Skizze, unsere Tabelle ein bisschen an. Wir hatten hier ein Vorher und ein Nachher. Das stimmt schon nach wie vor, aber es geht um die Mehrwertsteuer. Das heißt, wir haben einen Preis vor der Mehrwertsteuer und danach. Ihr erinnert euch, vorher, das war in der Regel ein Netto. Dann kommt die Mehrwertsteuer. Und dann kommt der Bruttopreis. Bruttopreis.
Und das brauchen wir jetzt für unsere Aufgabe. Der Preis für die Knieschoner beträgt einschließlich Mehrwertsteuer. Das heißt, da ist die Mehrwertsteuer schon mit drin. 49,98. Also da ist die Mehrwertsteuer schon drin. Die Mehrwertsteuer steht auch nochmal im Text, 19%. Mehrwertsteuer kommt immer dazu, also plus 19%. Wir wissen, unsere Basis ist immer 100%. Das bedeutet, wir haben einen Nettopreis, da kommt die Steuer drauf und dann haben wir unseren Bruttopreis. Das ist der Preis, den wir dann an der Kasse auch zahlen. Da die Charlotte die Mehrwertsteuer geschenkt bekommt, muss sie nur noch den Aktionspreis bezahlen, also den Nettopreis. Und der ist in unserem Fall auch gesucht. Dank unserer Tabelle können wir wieder Ergänzungen vornehmen. Und zwar, siehst du ja, 100% plus 19% sind 119%. Damit haben wir wieder wunderbar unseren Ansatz, mit dem wir rechnen können. Hier wieder mit dem Zweisatz, aber mit dem Dreisatz funktioniert es natürlich genauso. 49,98 Euro entspricht 119%. Wir wollen hier die 100% wissen. Wir rechnen wieder über Kreuz. 49,98 mal 100 geteilt durch 119. Damit kommen wir auf genau 42 Euro. Damit wissen wir auch schon, wie viel die Charlotte für ihre Knieschoner bezahlen muss. Nämlich 42 Euro. So, damit ist die Teilaufgabe C auch schon erledigt und wir können weitermachen mit der Teilaufgabe D. Oh je, jetzt hat die Charlotte die Preise ein bisschen überschlagen und festgestellt, dass das Ganze doch ziemlich teuer wird. Und die Charlotte hat jetzt kalte Füße bekommen und sich entschieden, doch nur den Helm zu nehmen. Trotzdem bekommt sie noch einen kleinen Nachlass, nämlich in Form von einem Skonto. Skonto ist auch ein Nachlass, wenn man bar bezahlt, und zwar bekommt sie 2%. Rechnen wir einfach wieder mit unserer Tabelle, die kennen wir und die wird sich auch hier bewähren. Vorher, nachher, dann gibt es eine Veränderung. Also vorher die Veränderung und dann gibt es hier einen neuen Preis. Wenn ihr jetzt nochmal in die Teilaufgabe B reinschaut, da steht, dass der Helm 79 Euro kostet. Schreiben wir gleich mal rein. 79 Euro. Sie bekommt einen Preisnachlass in Form von einem Skonto, nämlich 2% Nachlass, also Minus. Und die Frage ist, wie viel muss sie jetzt noch für ihren Helm bezahlen? Wir haben wieder gesagt, unsere Basis des Vorher entspricht 100%. Jetzt haben wir eigentlich alles drin, was in der Aufgabe vorgegeben ist, können aber hier schon wieder weiterrechnen. Und zwar 100% minus 2% sind 98%. So, auch hier, ihr seht, haben wir wieder wunderbar einen Ansatz. Nämlich hier. Und schreiben 79 Euro entsprechend 100%. Was wollen wir wissen? Die 98%, Achtung, Prozent unter Prozent. Wir rechnen hier schräg. 79 mal 98, Entschuldigung, geteilt durch 100. Das ergibt
77,42. Das Ganze geht natürlich wie immer auch mit dem Dreisatz. Das heißt, der Helm kostet für die Charlotte jetzt noch 77,42 Euro. In allen vier Aufgaben haben wir die Tabelle verwendet. Ich glaube, ihr habt festgestellt, dass sie euch ganz hilfreich sein kann. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr am Schluss nochmal kontrolliert, ist das auch, wo ihr das Fragezeichen reingemacht habt, ist auch das wirklich das, was gesucht ist. Kontrolliert nochmal den Text, vergleicht den mit euren Werten, die ihr eingetragen habt, und dann müsstet ihr, glaube ich, ganz gut hinkommen. Das Rechnen, das ist das geringste Problem. Das könnt ihr in der Regel immer ganz gut. Wir haben hier mit dem Zweisatz gerechnet, aber der Dreisatz funktioniert genauso gut. So, jetzt habe ich euch noch ein bisschen was zum Weiterarbeiten rausgesucht. Und zwar, wenn ihr in eurem Vorbereitungsheft nachschaut oder unter MEBIS, findet ihr im Jahr 2015 Aufgabenbereich 2, Nummer 2, oder im Jahr 2018 auch der Aufgabenbereich 2, Nummer 3. So, jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch viel Spaß beim Üben zu wünschen und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.